Für uns geht's mit hinreisend ab in den Garten, auf die Lager nach Bad Dürrenberg. Gartenfreaks sind wir zwar beide nicht. Mein grüner Daumen ist ja eher so mittelgrün. Meiner ist nicht wirklich vorhanden. Trotzdem, bunte Blumen und schöne Pflanzen lieben wir. Aber was hat die Landesgartenschau darüber hinaus zu bieten? Seid da leise! Hallo! Wie sieht's eigentlich mit der Barrierefreiheit aus? Und wie familienfreundlich ist sie? Das finde ich hier mit am besten. Wir testen für euch, was ihr an 2 Tagen in Bad Dürrenberg erleben könnt. Und wir betteln uns beim Bau eines Insektenhotels. Nicht schummeln. Ich schummel nicht. Bevor es für uns auf die Landesgartenschau geht, besuchen wir Familie Schwalbe. Sie testet für uns, wie familienfreundlich die Lager ist. Hallo, ich bin Pepe Schwalbe, bin 13 Jahre alt und mein Hobby ist Fußball. Hallo, ich bin Leni Schwalbe und ich bin 9 Jahre alt. Elli. Wie alt bist du, Elli? Saskia Schwalbe. Ich bin der Jens Schwalbe. Und das ist unser Garten. Yay! Yeah. Ja, nicht ganz so übertrieben. Die 5 leben in Angern zwischen Magdeburg und Stendal. So oft es geht, sind sie im Garten. Danke dir. Ja, ein richtiges Spieleparadies hier. In dem es viel zu entdecken gibt. Und wenn wir schon mal hier sind, packen wir doch direkt mit an und helfen den Schwalbes bei der Gartenarbeit. Was bedeutet für dich das Thema Garten? Ich war damals immer sehr viel bei meiner Oma und die hatte immer einen großen Garten mit Hühnern. Die hat ihren Spargel selber angebaut, sämtliches Gemüse und das fand ich immer sehr schön. Aber was dann im Endeffekt für Arbeit auch dahinter steckt, das merkt man dann erst, wenn man es selber hat. Hühner und Spargel gibt es in ihrem Garten nicht. Aber dafür unter anderem Rhabarber, Gurken und Erdbeeren. Der Familie ist Insektenfreundlichkeit wichtig. Auch ein Insektenhotel stand mal in ihrem Garten. Aber das hat nicht lange überlebt. Ja, also es war nachher schon auseinander. Es haben schon Teile gefehlt. Also es sind ja so eine Stäbe, die da reingesetzt sind. Und da haben die Kinder dann auch was rausgenommen. Ich glaube, Insekten haben sich da bei uns noch nicht so wohl gefühlt. Aber hättet ihr Lust, noch mal ein neues zu bekommen? Sehr gerne. Natürlich. Ja. Ist immer gut. Okay. Wollen wir was hinmachen? Da können wir uns ja mal was überlegen, ne? Ja, die Großen. Zum Schluss nehmen wir uns noch den Kräutergarten vor. Die krasse Kresse. Ja, auch. Nicht da rein, hier rein. Also viele. Ich weiß nicht, hast du hier was reingemacht? Mhm, da habe ich nichts. Wir machen da was rein. Hier dauert's noch. Aber hier steht schon alles in voller Blüte. Wenige Tage später sind wir mit der Reisegruppe Schwalbe auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg unterwegs. Alle Kinder beisammen? Einmal durchziehen. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Wie findet ihr es jetzt erstmal so, euer erster Eindruck? Ja, sehr schön. Die Blumen sehr schön. Sieht gut aus. Jetzt kommt doch die Sonne raus, ne? Ja, jetzt gerade. Wenn Engel reisen, sagt man immer, ja. Die 5 testen für uns, was die Lager für Familien zu bieten hat. Voll. Schneller. Was es auf jeden Fall massenweise gibt, sind Blumen. Über 2 Millionen Blumenzwiebeln wurden hier bereits gepflanzt. Also bei mir wären die Blumen wahrscheinlich schon längst eingegangen. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr einen grünen Daumen oder eher nicht? Schreibt's mal in die Kommentare. Und noch was fällt sofort ins Auge. Das über 600 Meter lange Gradierwerk. Sieht aus wie Spargel. Findest du, sieht aus wie Spargel? Ja. Ingwer eher, ja. Also Spargel nicht. Spargel, der so ein bisschen missraten ist. Der schon länger aus dem Boden guckt. Nein, weder Ingwer noch Spargel. Es sind Schwarzdornzweige, an denen die Sohle herabtropft. Hier ist die Luft ähnlich wie am Meer und unter anderem gut für die Atemwege.
Früher wurde in Bad Dürrenberg jede Menge Salz produziert. In der Schausiederei zeigt Thomas Schäffler vom Heimatbund Bad Dürrenberg, wie das Salzsieden funktioniert. Was ist das? Fleur de Sel, die Blume des Salzes. Ah, verstehe. Ja. Mhm. Ja, das ist das, was genau auf der Lösung oben drauf schwimmt. Also Sie kochen das hier dann? Ja, das wird richtig hochgekocht. Ja, und irgendwann haben wir eine gesättigte Lösung mit 27% Salzgehalt und da setzt die Kristallisation ein, damit man hier das so schönes, griffiges, grobes Salz bekommt. Schmeckt das besser als anderes Salz? Natürlich. Ja, na klar. Okay. Da haben Sie jetzt was anderes erwartet. Ja, weil sich es eben gut auf der Zunge auflöst. Ja? Das ist wie das Fleur de Sel. Das ist ja sofort durch die große Oberfläche, geht das sofort in Lösung. Das Speisesalz ist ja grober. Also das braucht ja länger, um sich zu verfallen. Und können unsere Schwalbes, die Kiddies, vielleicht mal Salz sieden mit Ihnen zusammen? Natürlich. Wir kommen auf der Lager nur langsam voran. An jeder Ecke gibt es was zu entdecken. Rosmarine. 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 Muss die Wohnung nochmal neu gemacht werden? Ja. Ich denke noch nicht. Mein Zimmer, da soll ein Geheimzimmer rein. Ja, dann mache ich nochmal ein Zimmer im Zimmer mache ich dann nochmal rein. Guck mal, ganz viele Bilder, Papa. Siehst du. Sieh dieses schöne Land, zur rechten Wald und Hügen, der Fluss mit hellem Strand. Jetzt knurrt uns schon der Magen. Also erstmal Ausschau halten nach einem Restaurant. Schauen wir mal. Habt ihr Hunger? Wollt ihr essen? Wir brauchen eine ganze Weile, bis wir was finden. Für 66 Euro ist die Familie im Restaurant zum Solezwerg schließlich satt geworden. Und dann kommt das Mittagstief. Wart ihr schon schlapp oder was? Siesta nennt man das. Siesta nennt man das. Oder Powernapping kurz. Foodkoma. So nennt sich das. Nach dem Essen kurz ausruhen. Ja. A und O. Da hast du recht. Komm, wir gehen. Ja, wir gehen mal. Tschüss, guten Nacht. Bis später. Lasst euch in Ruhe. Und nicht einschlafen. Ich bin wach, ja? Nein, wir kommen mit. Ja, ausruhen ist nicht. Action ist angesagt. Die Kinder wollen auf den Spielplatz. Pass auf. Hier können die Kleinen auch mal selbst auf Mini-Kali-Berge steigen. Das finde ich hiermit am besten. Das ist wirklich cool. Schiffsschaukel. Immer noch nicht. Haha. Während die Schwälbchen noch weiterspielen, müssen wir uns beeilen. Wir sind an einem von vielen Blumenbeeten verabredet. Das, was hier so schön blüht, ist auch das Werk von Andreas Kenzler. Macht Sie das auch so ein bisschen stolz, wenn Sie jetzt hier stehen? Ja, hier in dem Fall ja, weil das eine besondere Fläche ist. Hier in dem Fall sind es Kristalle, die in einer Wasserfläche mit Wasser und Schaum, blau-weiß in dem Fall, schweben. Sie schauen auch ein bisschen kritischer auf Ihre Blumen als jetzt so der, ich sag mal, gängige Besucher, ne? Ja, da zum Beispiel ist eine Blumenzwiebel, die da nicht reingehört. Oh? Ja, da in dem Lilan, die gehört hier in diesen Bereich. Das ist sicherlich beim Sortieren passiert oder so, weil das alles Mischungen sind. Da passiert sowas schon mal. Wie gucken Sie dann innerhalb der Lager auch so auf das Thema Insekten und speziell Bienenfreundlichkeit? Ja, wir sind natürlich bemüht, Sorten zu nehmen, die auch bienenfreundlich sind. Das sieht man an und für sich jetzt hier gerade in diesem Bereich. Wir haben hier Stiefmütterchen, hier sieht man, hier sind Pollen, Gefäße und so weiter. Oder bei den, genau, dagegen bei diesen hier, die sind gefranst, da haben sich diese Pollen dann zu Blütenblättern entwickelt. Da findet die Biene praktisch keinen Nektar. Aber hier auch schon wieder, das sind Anemonen, die haben Pollen, Staubgefäße und so weiter. Das ist dann bienenfreundlich. Futter gibt es für die Bienen also genug.
Auch wenn heute bei knapp 7 Grad keine herumschwirren. Bienenfreundliche Pflanzen sind das eine, es muss aber auch Nistmöglichkeiten geben und da kann man nachhelfen, zum Beispiel hiermit. Mit einem Insektenhotel. Dafür braucht man nämlich das hier, Bambus. Und dieses Insektenhotel hat der Lagerverein Bad Dürrenberg gebaut. Und wir? Bauen heute die Variante nach, die ihr auch für euren Garten und euren Balkon nutzen könnt. Wir basteln das Hotel für unsere Testfamilie, hatten wir ihnen ja versprochen. Dafür brauchen wir Bretter und Rückwände, Bambus, Stöcke, Schilf, Ziegelsteine, Schleifpapier und Blöcke, dickere Äste, leere Dosen und Werkzeuge zum Hämmern, Bohren, Schrauben und Tackern. Beim Bau unterstützt uns Martina Bach vom Lagerverein Bad Dürrenberg. Mit Insektenhotels kennt sie sich aus. Sie baut sie regelmäßig mit Schulklassen, normalerweise in einer Stunde. Für jüngere Schüler allerdings mit vorgebohrten Löchern. Wir machen uns gemeinsam an den Rohbau eines Insektenhotels. Ein zweites kommt vom Lagerverein. Bei der Einrichtung sind wir dann Einzelkämpferinnen und schauen, wer sich besser anstellt. Da haben wir genug. Wollen wir mal sehen, ob wir das so schaffen in einer Stunde. Ne? Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und du zählst uns gleich runter und dann geht's los. Ja. Genau. 3, 2, 1, Start. Alles klar. Erstmal eine Seite anschrauben und dann gucken, wann ihr die Böden einlegen wollt, auch von einer Seite. Und dann schraubt ihr die andere Seite dran. Okay. Und zum Schluss dann das Dach drauf. Klingt einfach. Wir wollen ja auch nicht in einer schiefen Wohnung wohnen. Okay, los. So, jetzt. Aber jetzt. Power. Mögen nicht. Feuerfrei. Die erste Klammer sitzt. Aber die Zeit rennt uns davon. Bevor es zur Inneneinrichtung geht, zeigen wir euch, wo wir noch in Bad Dürrenberg unterwegs waren. Denn die Stadt hat noch mehr zu bieten als die Landesgartenschau. Und an einer Stelle kommt man nicht vorbei in Bad Dürrenberg, am Borlachturm. Das ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Hier können wir tiefer in die Salzgeschichte eintauchen. Zusammen mit Laura Weihrauch von der Touri-Info geht's für uns nach oben. Spinnenweben und Höhe. Genau mein Ding. Aber es geht. Was muss ich denn eigentlich machen, dass ein Turm nach mir benannt wird? Also was hat eigentlich Borlach, was ich nicht habe? Ja, also man muss den Turm bauen wahrscheinlich und dann wird er nach dir benannt. Borlach hat hier 19 Jahre lang das Salz gesucht oder die Sohle und ist dann hier eben unten im Schacht dann drauf gestoßen. Ob der Geist vom alten Borlach hier noch aktiv ist? Wir schauen uns mal genauer an, was er damals entdeckt hat. Dafür steigen wir tief nach unten. Ja, das ist der Schacht. Und was ist da unten jetzt? Ja, das ist eben jetzt diese Quelle, beziehungsweise der Sohle-Schacht. Und das ist jetzt Sohle, kein Wasser. Hier gibt es auch so eine kleine Legende mit dem Sohle-Zwerg, dass er den Schacht halt einstürzen lassen. Und das ist dann eben der Mann, der das erste Sohlebad genommen hat. Genau. Sieht relativ klar aus. Haben wir dann auch eben die Zusammensetzung unserer Sohle. Wie ihr halt sehen könnt, ist da wesentlich mehr drin als nur Salz einfach. Verschiedene andere Mineralien, die alle für die Heilung auch vorteilhaft sind. So, und jetzt wollen wir die Sohle mal kosten, direkt vor dem Borlachturm. Also hier ist unsere Sohlequelle, also eine davon. Und hier kommen dann auch wirklich Leute hin mit ihren Kanistern und holen sich das, um dann eben da selber ihr Salz herzustellen. Kanisterweise. Ja, kanisterweise. Wir haben letztens jemanden mit 4 Kanistern gesehen. Und wenn wir das jetzt trinken, dann passiert aber nichts. Da werden wir einfach nur gesund und schön, oder? Genau. Und sagen Prost, Jana. Prost. Mal gucken, was passiert. Tschüss. Ui. Es trinkt sich aber nicht so gut. Ich würde jetzt mal sagen, naja, salzig. So, als hätte man mehr Wasser getrunken. Also niemand trinkt das pur. Nur wir. Nur wir. Ne? Komm auf Ex. Ja, komm. Wie trinkt man denn das sonst? Vermischt mit Wasser halt, genau. Okay.
Nicht weit davon entfernt haben wir noch einen Geheimtipp für euch. Die St. Bonifatius-Kirche, eine Kirche der Moderne aus dem Jahr 1931. Uns fällt gleich der ungewöhnliche Grundriss auf. Zur Hälfte Kreis, zur Hälfte Quadrat. Und der Altar ist aus Mosaiken zusammengesetzt. Die Kirche könnt ihr euch im Gottesdienst oder auf Anfrage anschauen. Bei unserer Insektenhotel-Challenge kämpfen wir mittlerweile nicht mehr nur gegen die Zeit, sondern auch gegen Kälte, Wind und fette Tropfen von oben. Was für ein Scheißwetter, ey. Ja. Also ab und das Zelt ans wärmende Feuer. Jetzt ist die Einrichtung unserer Insektenhotels dran. Dafür müssen wir erstmal Löcher in den Bambus und die Äste bohren. Wir haben ja jetzt unterschiedliches Holz mitgebracht, aber nicht jedes ist gleich geeignet, oder? Genau. Erstmal so eine Baumscheibe ist eigentlich viel zu kurz, weil wenn man es so nehmen würde, ne, dann ist die Höhle für das Insekt zum Brüten viel zu kurz. Ne? Da können wir ja nicht so weit reinbohren. Also weg damit. Und auch unser Ziegelstein kommt nicht gut an. Jetzt bist du nicht so ganz zufrieden. Was Nein. ist damit? Na, also ein Bienenstein ist das nicht. Guck mal, das ist ja doch ziemlich rau hier alles. Und dann können sich die Insekten ja auch verletzen. Natürlich, man kann es nehmen. Man kann hier Schilfröhrchen reinschieben. Okay. Oder man kann vielleicht ein bisschen mit Lehm das noch ein bisschen verschmieren. Also wenn man das jetzt hier ein bisschen bearbeiten würde, könnte man es verwenden. Wer von uns stellt sich denn jetzt kreativer bei der Inneneinrichtung an? Los geht's. Ja. Wir befüllen nicht alle Etagen, denn zeitlich haben wir das total unterschätzt. Aber die Schwalbes bekommen immerhin eine Grundausstattung. Da war gestern noch die Nudelsauce drin und jetzt wird es fürs Insektenhotel gebraucht. Nicht schummeln. Ich schummel nicht. Was denkst du denn? Ja, ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir sind schon längst über der Zeit. Ne? Ja, genau. Und wie? Über 90 Minuten haben wir hier draußen gebraucht. Übrigens, unsere mobile Werkstatt ist eigentlich ein Naturabenteuercamp für Familien, Schulklassen und Firmen. Wir übernachten heute aber nicht draußen, sondern hier, im alten Badehaus, ganz in der Nähe der Landesgartenschau. Wir sind ja hier im alten Badehaus. Warum heißt das altes Badehaus? Kann man hier baden? Ja, also hier kann man nicht mehr baden. Man konnte das aber früher. Und zwar war das alte Badehaus die Kurklinik von Bad Dürrenberg. Und das, was heute die Einzelzimmer sind und die Doppelzimmer sind, waren früher die Badezellen. Es standen dort drin so große Badebottiche. Wir haben auch ein Bild hier um die Ecke, da können Sie sich das mal angucken. Und dazu passen dann immer die Dusche, dass man sich das wieder abduschen kann. Und das war halt früher für die Hautkrankheiten, für Inhalieren. Die Übernachtung im Einzelzimmer kostet hier 65 Euro. Die 7 ist für mich. Zimmer 7. Vom Hotel Altes Badehaus zurück zu unseren Insektenhotels. Die bekommen jetzt noch Namen. Und? Was sagt die Expertin? 3, 2, 1. Na, ist jetzt ganz toll geworden. Du darfst ruhig ehrlich sein. Ja, also die Einrichtung ist schon ein bisschen spärlich, muss ich mal sagen. Na, man kann sich bei so einem Bienenhotel ganz schön verschätzen, was da so alles reinpasst. Muss noch nachgearbeitet werden und noch ein paar Möbel angeschafft werden. Ne? Sind ja auch erst frisch eingezogen. Ja, frisch eingezogen, ja, da kann es noch so aussehen. Ja, also optisch ist das schon mal ganz gut. Am Ende entscheidet die Familie, welches Haus sie mit nach Hause nimmt und weiter befüllt. Apropos, wohin ist eigentlich unsere Familie Schwalbe ausgeflogen? Aber das ist bei uns. Wir treffen sie auf der Lage am Kohlebahntunnel wieder. Seid ihr leise? Hallo! Oh, wieder was. Das sind die Kinder von damals noch. Was siehst du denn?
Was ist denn? Was Helles. Die Kohle für die Siedeöfen wurde mit der Bahn gebracht. Und die Strecke führte ab 1836 durch diesen Tunnel. Deutschlands ersten Eisenbahntunnel. Von den einst 4 Kilometern sind heute noch rund 100 Meter übrig. Denn alles, was in Bad Dürnberg hier zu sehen ist, das große, große Gradierwerk, was mal 2 Kilometer lang war, der große Bohrlachturm, der Witzlebenturm, dieser Keller, die ganze Bahn 4 Kilometer, wurde alles nur gemacht des Salzes wegen. Salz war früher das Gold. Also wer Salz hatte, hatte Macht. Heute erzählt eine Ausstellung von der Arbeit der Salzsieder. Auch Jens findet daran Gefallen. Auf den Schiffen, auf den Meeren oder eben auch zum Brennen. Eine halbe Mark. Kannst du mir mal sagen, weshalb? Nur eine Frage bleibt. Was hat es eigentlich mit den Vögeln am Ende des Tunnels auf sich? Wenn das Sauerstoff alle war, gab es keinen Sauerstoff mehr. Und cool. Überkippt. Cool, du bist ja richtig schlau, genau. So, jetzt machen wir hier noch eine Techno-Party. Genau. Ich bin schon dabei. Komm mit. Hey, wie früher. Ich komm, eine Erinnerung. Okay, vielen Dank. Dann stürzen wir jetzt einfach wieder raus. Ja, dann keine Flügel für. So. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Oh, jetzt und? Ist schön hell. Wieder im Hellen. Was glaubst du, ist das so für Familien geeignet, wenn man da mit kleineren Kindern lang geht? Ja, für die ganz Kleinen glaube ich noch nicht, aber für die so, sagen wir mal so 10 Jahre oder was, ist schon interessant, wie es mal früher so war in dem Tunnel, wie die ja Arbeit haben und weil, was für Verhältnisse, ja. Also so dunkel mit den kleinen Grumlampen und so. Naja. Also bei dieser Statue fand ich schon ein bisschen gruselig, aber sonst war es eigentlich cool. Diese Disco. Warum? Weil da ganz viele Vögel waren und weil da so eine Diskokugel war. Auf dem Weg zum nächsten Spot fallen uns immer mal wieder Besucher mit körperlichen Beeinträchtigungen oder mit Kinderwagen auf. Sie sind ja hier jetzt mit dem Rollstuhl unterwegs. Wir wollten mal fragen, weil wir auch ein bisschen schauen wollen, wie barrierefrei ist die Landesgartenschau. Wie ist es für Sie hier? Also ich bin leidenschaftlicher Gärtner. Wir wohnen in Halle und wir haben gesagt, heute müssen wir hierher. Und dass diese Rollstühle zu vermieten waren, das war also der, sonst hätten wir es nicht gekonnt. Ja. Und unser Sohn hat uns gefahren. Also es war alles bisher optimal. Super. Und da kann man sich die da vorne ausleihen am Eingang und dann geht das ganz easy. Hinterlegen. Ja. Und sind die leicht zu bedienen? Ein bisschen gewöhnen musste ich mich, aber jetzt funktioniert es. Ja. Ist so schön, dass wir überhaupt damit fahren können, ja. Sie sind mit dem Kinderwagen unterwegs hier auf der Lage heute. Wie hat es geklappt? So lala, sehr unterschiedlich. Es gibt Stellen, da sind die Wege sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es halt Stellen, da fragt man sich, wie man mit Wagen oder Rollator oder vielleicht auch Rollstuhl gut unterwegs sein kann. Diese Frau wird jetzt öfter hier sein. Sie hat eine Dauerkarte für die Landesgartenschau. Das, was ich nicht ganz gefunden habe, war dann der Abstieg runter zum Fluss. Und das war nicht ganz eindeutig, aber es haben vorher viele gesagt, wo ich lang gehen kann. Da kann man gut üben. Hoch, runter und schöne Blümchen dabei, das ist prima. Das Gelände der Lager ist mit einer Fläche von 15 Hektar riesig. Hier braucht es mehr als einen Tag Zeit. Es gibt noch so viel zu entdecken. Salzige Luft einatmen in der Kaltinhalierhalle, eine Führung auf das Gradierwerk oder das sagenumwobene Grab der Schamanin, die hier vor knapp 9000 Jahren bestattet wurde. Für uns geht's jetzt aber rein ins Warme. Wir haben für unsere Lager-Testfamilie noch eine süße Überraschung. Im Café Saaleblick versuchen wir uns am Verzieren von Cupcakes, in Blumenform natürlich. Eine ganz neue Kreation, die die Konditorin Rita Reinecke sich extra für uns überlegt hat und ins Sortiment aufnimmt. Und das wird eine Challenge. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Und ihr sollt es dann nachmachen. Wer sich nicht so viel Mühe gibt, der muss dann hier gleich erstmal ein bisschen kennen. Ich zeige euch jetzt einfach mal eine Rose und dann dreht ihr den Cupcake einmal so rum. Und dann müsst ihr immer unten ansetzen. Genau. Immer wieder so, unten. Unten und dann einfach drücken und aufhören. Und so sieht das Röschen aus. Genau. Wenn du das so machst, sieht das total easy aus und ich wette, jetzt total versaut. Du machst das super. Mal gleich ausprobieren. An deine Schulter. Genau. So, und wo habe ich jetzt angefangen? Mit den Breiten? Es wird hier nichts. Genau.
Und das muss. Nein. Hab ich schon versucht? Ja, das sieht super aus. Ja? Toll, yes? Ja. Du musst das also von unten und nach rechts hochziehen. Du hast mir gar nicht zugeguckt. Doch, hab ich, aber das ist alles nicht so einfach, wie das bei dir ausgesehen hat. Gerade und auch wieder unten ansetzen. Okay, so langsam wird's. Und sag mal, bist du eigentlich eher Team süß oder Team salzig? Ich brauche immer erst was Herzhaftes und dann der Abschluss was Süßes. Das wäre immer am besten. Wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr eher Team süß oder Team salzig? Schreibt's in die Kommentare. So, jetzt probiere ich das hier nochmal. Erkennt man, dass es eine Blume sein soll? Also ihr habt jetzt fast alle Cupcakes dekoriert. Ich finde, das sieht auf jeden Fall ein sehr buntes. Ich finde es hübsch. Aber ihr müsst trotzdem beide einen Teller zum Tisch bringen. Wir sind beide Verlierer, sagst du? Okay. Kein Problem für uns. Das machen wir doch glatt. Einmal Kaffee, Kakao und Kuchen für Tisch 7, bitte. Unsere Cupcakes nehmen wir aber mit für Familie Schwalbe. Sehen die gut aus? Ja. Aber was ist das? Pepe ist schon. Wie ist der Pepe? Wunderbar, schmeckt es da Senf? Ein süßer Abschluss nach einem bunten, salzigen und abenteuerreichen Tag auf der Landesgartenschau. Zeit für ein Fazit. Saskia, wie war es für dich? Die Salzsiederei, die fand ich sehr interessant. Das war schön. Die ganzen Blumen und die Spielplätze waren wirklich auch sehr interessant für die Kinder. Der Spielplatz und halt der dunkle Tunnel. Einmal das mit dem Keller. Die Bahntunnel? Ja, und das mit dem Wasserspielplatz, das fand ich auch cool. Ja. Das Spielplatz. Der Spielplatz, ja. Das Wasser? Ja. Und Jens, was war dein Highlight heute? Allgemeine Blumen, das Aufmachen. Also ich finde es schön, wie es so gemacht wurde. So da mal was schön, eine schöne Ecke, da mal eine schöne Ecke. Und auch mal zu sehen, wie das früher mal alles war. Also war cool. Wie viel habt ihr insgesamt gezahlt mit Eintritt, Essen? Waren es 120 Euro ungefähr. Mit Kaffee eben noch hin und her. Ja, 120 Euro ist okay. Stichwort Rechnung. Eine Rechnung ist noch offen. Augen zu. Unsere Familie muss noch die Ausstattung unserer Insektenhotels bewerten und darf ihren Favoriten mit nach Hause nehmen. Hier könnte man kreativer bei dem Holz sein, dass man hier vielleicht mehr Hölzer hinlegt. Okay. Sonst ist es sehr gut. Das hat mehr, also größere Löcher. Und hier mit dem Bambus. Das finde ich auch sehr gut. Nein! So, das war's jetzt. Am Ende entscheidet die kleinste Schwalbe. Das hier? Das? Ellie entscheidet? Okay, dann nehmen wir das rechte. Aber es ist euer allgemeiner Favorit. Ja. Also hat einen klaren Gewinner. Also war das Be-In hat damit gewonnen. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Gut gespielt. Ja, gut gespielt. Gut gespielt. Die Schwalbes haben das Bee-In zu einem 5-Sterne-Luxushotel für Bienen und andere Insekten ausgebaut. Es hängt jetzt in ihrem Garten. Eine kleine Erinnerung an einen erlebnisreichen Tag auf der Landesgartenschau. Wir lassen jetzt noch bei Wind und Regen unsere Zeit zu zweit auf der Lager ausklingen. Und wenn ihr noch mehr Reiseinspirationen haben wollt, dann schaut mal hier lang. Oder da lang. Oder da lang. Oder hier lang. Nee, da. Da. Jetzt, wo alles zusammen.